Ja, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zur dritten Nationalratswahldebatte hier von Menges Media. Wir sind in der Druckerei Valmedia in der Fischbrü Pomona und zu Gast haben wir eine Kandidatin und vier Kandidaten. Ich begrüße hier am Tisch ganz aussen haben wir den Thomas Egger, Nationalrat von der CSB Oberwallis. Guten Abend. Dann haben wir hier den Philipp Matthias Bregi, Nationalrat von der CVP Oberwallis. Guten Abend, mein Name. Schön, gerade Session, sind extra hier zurück ins Wallis gefahren. Besten Dank für die Flexibilität. Dann haben wir hier zur Seite die Brigitte Wolf, Präsidentin von der Grünen und auch Nationalratskandidatin von der Grünen Oberwallis. Dann hier zu meiner Linken haben wir den Michael Graber. Er ist Fraktionschef von der SVP Oberwallis, Stadtrat und neu Kandidat für den Nationalrat für die SVP. Guten Abend, Herr Graber. Nein, und dann haben wir hier den Gilbert Ruffer noch. Er ist Präsident von der SP Oberwallis und neu Kandidat für den Nationalrat. Einen herzlichen Applaus. Für die Kandidatinnen und Kandidaten. Und hier an meiner Seite ist auch noch der Michel Fenetz. Er ist der Chefredakteur vom Radio Rotto Oberwallis und er präsentiert jetzt gerade die Wahlergebnisse. Wir haben zusammen mit dem Nouvelisten Wahlumfrage machen. 2444 Leute haben mitgemacht heute Abend. Die werden die Resultate präsentieren. Michel, wie sieht es denn genau aus? Ja, kurz zusammengefasst kann man sagen, der C-Block, bestehend aus den C-Partien, kommt auf knapp 36%, ein Minus von 3,7%. Der Verlierer eigentlich, der Verliererblock, der C-Block. Die Gewinner, das sind die Grünen, 8,8%, ein Plus von fast 4%. Das ist eigentlich das, was man auf den ersten Blick sieht bei diesen Nationalratswahlen, bei dieser Umfrage. Und dann haben wir noch die SVP, die relativ stabil bleibt, mit 21,7%. Das ist ein kleines Minus von 0,4%. Dann haben wir die FDP mit einem Verlust von 1,1%. Die kommt noch auf 17% Wähleranteil. Die SP mit einem leichten Minus von 0,5% steht jetzt mit 12,8%. Also das ist die prozentuale Erhebung von der Prognose, die man Anfang September erhoben hat. Wenn man das umwinzen in die Sitze oder drei interpretieren in die Sitze, heisst das, dass die C-Familie einen Sitz wird oder würde verlieren. Ein Sitz bleibt mit der SP. Auch die SVP könnte ihre zwei Sitze verteidigen. Bei der FDP mit den Liberalen bleibt auch ein Sitz. Und erstmals ein grüner Nationalrat für das Wallis laut der Prognose, die das Zürcher Forschungsinstitut Sotomo gemacht hat. Ja, Brigitte Wolf. Wenn er die Zahlen sieht, über 8% für die Grünen um Wallis, ist das so viel, wie er gedacht hat, oder seid ihr doch überrascht? Das ist ja doch eine deutliche Zunahme, oder? Ja, es freut mich natürlich sehr, das zu sehen. Aber die einzig zählende Umfrage, die kommt am 20. Oktober. Und wir gehen davon aus, dass wir dazu gewinnen. Aber so viel, ja, wäre schön. Besteht die Gefahr, dass auch die Leute jetzt vielleicht weniger mobilisiert werden können? Der Balthasar Glättli, der Fraktionschef, hat ja das immer wieder gesagt im Bundespaar. Jetzt müssen alle stimmen, gute Umfragen alleine gelangen, noch nicht. Besteht die Gefahr? Nein, ich glaube, wir sind ja immer noch am unteren Ende. Wir sind immer noch von diesen fünf Parteien, die mit dem teuersten Prozentsatz. Also da hat noch niemand das Gefühl, jetzt muss ich nicht mehr stimmen. Also die uns stimmen wollen, die wissen jetzt erst recht. Gilbert Ruffer. Ein Sitzgewinn für das links-grüne Lager, aber keiner aber für die SP. Ist das ein bisschen der Wermutstropfen aus eurer Sicht? Oder wird die jetzt aus ihr interpretieren? Das absolut nicht, nein. Nein, ich denke, das ist ein Trend, was sich gezeigt hat. Und wir haben am Anfang schon eigentlich gesagt, es gibt zwei linke Sitze. Ich habe immer gesagt, wenn es den grünen ist, ist der zweite. Oder? Ist für mich das nicht so schlimm. Es freut mich, ist das Resultat ist stabil. Und es freut mich jetzt, dass es ein bisschen tiefer ist. Das heisst, wir können ein weit weiter mobilisieren, wir können in die Ferien, wir müssen weiter fahren, weiter kämpfen, dass wir auch in der SP zulegen können. Aber ich denke, es ist über die ganze Schweiz gesehen, genau der Trend, der im Moment läuft. Das sind eigentlich nicht die Themen, die im Moment einfach sind. Das heisst aber auch, dass das Oberwallis einen Sitz würde verlieren, der würde ins Unterwallis gehen. Kann das auch problematisch sein, jetzt aus Sicht vielleicht auch vom kantonalen Zusammenhalt oder auch regionalpolitisch, hat das zu Spannungen führen? Ich denke nicht, dass das problematisch ist für den kantonalen Zusammenhalt. Vorher hat es einmal eine Schutzperiode gegeben, wo wir einen Sitz hatten im Oberwallis. Es gibt Leute, die sagen, das sei eine Katastrophe gewesen, ich bin nicht der Meinung. Und im Prinzip wäre es ein Kanton, der zusammen schafft, der zusammen aufbauen muss. Und so gesehen ist das für mich kein Problem. Kommen wir zur SVP, Michael Graber, die SVP hier im Wallis. Relativ stabil, nur ganz einen kleinen Verlust. Im Gegensatz eigentlich auf schweizerischer Ebene, wo man größere Verluste in der Prognose zumindest verzeichnet. Ja, was machen die hier besser, wo
der Herr Rösti mit der SVP Schweiz? Ja, also der Albert Rösti macht einen hervorragenden Job, da will ich überhaupt nichts sagen. Aber wir sind natürlich hier auf ganz einem anderen Niveau, wir sind viel jünger. Wir haben nicht 30%, sondern wir haben die 2 oder 21% und die können wir halten. Wir haben, wie gesagt, von allen Partien, die verlieren und am wenigsten verloren. Und trotzdem Erfolg von den Grünen, wenn man die Prozentpunkte von den Grünen und von der SP zusammenzählt, hat die SVP immer noch mehr. 0,1%. Und das freut mich doch sehr, dass wir den Sitz werden verteidigen können. Wir mit Franz Ruppen, der Einzige, der mit 4 Jahren fertig gemacht hat von den amtierenden Oberwalliser Nationalrat. Und das ist sicher ein grosser Vorteil, den wir haben. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen Gas geben. Wir dürfen nicht einfach darauf vertrauen, dass der Sitz ganz sicher ist. Und wir müssen am Turnen. Wenn ihr vorher am Eingang die Umfrage zuerst mal angeschaut habt, ich glaube, eine leichte Überraschung ist aber gleich da gewesen. Habe ich das falsch wahrgenommen? Also, ich bin positiv, indem sie überrascht, weil natürlich man immer der SVP jetzt der Tiefel an die Wand gemalt und jetzt im Wallis ist es tatsächlich so, dass man trotz einer Wahl, wo nicht mehr der Oskar Freisinger schon lange nicht mehr dabei ist, mittlerweile in den Nationalratswahlen, dass wir im Unterwallis so stabil bleiben, im Oberwallis mit Franz Ruppen tiptop unterwegs sind und insofern ist das eigentlich positiv zu werten, wenn man den gesamtschweizerischen Trend sieht, aber wie gesagt, man kann das nicht ganz vergleichen, wenn man von 30% redet, wie ein gesamtschweizerisch oder auch im Wallis von 22%. Anders sieht es wahrscheinlich im C-Block uns, Leute der Wahlprognose, fast ein Minus von 4%. Thomas Egger, ja, wie würdet ihr das interpretieren? Auch ein Sitz, der ist massiv in Gefahr, das zeigt jetzt auch die Umfrage, oder? Nein, das zeigt die Umfrage überhaupt nicht, weil die Umfrage ist für mich auch viel zu wenig detailliert. Was für mich extrem wichtig war, ich war zu wissen, wie ist überhaupt das Verhältnis CSB und CVPO, das ist in der Umfrage gar nicht ausgewiesen. Es ist auch nicht ausgewiesen, was das Verhältnis Ober-Unterwallis ist, weil es könnte gerade so gut sein, dass der Teucher, der hier ausgewiesen ist, im Unterwallis ist und gar nicht im Oberwallis. Ich gehe immer noch davon aus, dass es im Oberwallis keine Veränderungen wird geben, als würde sich im Unterwallis entscheiden und damit ist die Aussage für mich, die Auswertung für mich eigentlich zu wenig aussagekräftig. Also ihr sagt, dass vielleicht auch die CVP Unterwallis geworden der Sitz. Wenn man das Verhältnis vom letzten Mal von 2015 anschaut, dann ist CVPO und CSPO zusammengerechnet ungefähr gleich stark gewesen wie CVP Unterwallis. Also kann es ganz so gut sein, dass CVP Unterwallis einen Sitz verlieren tut. Das sieht man übrigens, wie nervös dass die im Moment im Unterwallis sind. Die haben selber wirklich Angst, dass sie den Sitz verlieren. Also es ist alles völlig offen und einfach die Aussage, die jetzt immer im Raum steht, dass es meine Sitz sei, die stimmt so leider einfach nicht. Ist das nervig, dass man fast alle darauf ansprechen? Und wenn der C-Block einen Sitz verliert, der ist der von Thomas Egger. Es ist nicht nervig, im Gegenteil, mich motiviert. Ich tue ja gerne Velofahren, und zwar am liebsten den Berg am Rüff. Und das ist ein Steilhang, den ich jetzt auch machen tue. Und vor allem unsere Partie, dass es eigentlich mehr zusammengeschweißt als etwas anderes. Wie würdet ihr das interpretieren, Philipp Matthias Prägi? Müsst ihr um auch sitzen, euch Zitro? Selbstverständlich, ich habe das letzte Mal schon gesagt. Im Oberwallis ist immer jeder Sitz gefährdet, und zwar von jeder Partei. Wir sind zwar bei allen letzten Wahlen immer die stärkste Partei gewesen, aber das ist bei jeder neuen Wahl keine Garantie. Aber eigentlich die Erklärung hier für die Zahlen, die wir heute bekommen haben, ist klar. Nicht irgendeine Partei verliert. Schlussendlich wird die Oberwallis verlieren. Es sind die Oberwalliser Sitze, die in Gefahr sind. Es ist ganz klar, wenn Linksgrün einen Sitz gewinnt, dann geht er ins Unterwallis. Damit ist ja jede Stimme für Linksgrün eine Stimme für das Unterwallis. Und das müssen sich die Oberwalliserinnen und die Oberwalliser bewusst sein. Und demzufolge bin ich eigentlich ganz froh um die Umfrage. Sie zeigt nämlich das, was wir schon lange sagen, wir können Oberwallis nur gewinnen mit Mobilisierung. Und wenn wir die Partien wählen, die im Moment im Nationalrat sind. Mobilisierung heisst ja das, dass die schwarzen schwarz stimmen und die gelben gelb. Jetzt hat ja da so ein bisschen ein Geplänkel gegeben bei eurer Partei bei der CVP. Und was sagt, kein Gescheiche an den gelben, habt ihr da, das kann noch ausmerzen, das C-intern Gemächtel, das man da hat. Also ich glaube, das Gemächtel hat ein bisschen mehr Medien gehabt, die Partien. Wir haben eine Listenverbindung, wir arbeiten sehr gut zusammen, haben wir uns im Grossrat immer gemacht. Und die C-Partien, das ist auch auf nationaler Ebene so. Ich glaube, das ist klar, jede Partei soll vor allem sich selber wählen, damit es keine Stimmen nach links und rechts geht. Aber ohne Listenverbindung haben wir keine Chance, darum haben wir die gemacht. Und alles andere ist, glaube ich, CVPO, CSPO intern. Wir diskutieren das mal bei einem Kaffee, aber ich kann auch sagen, die Stimmung ist gut. Wir haben das selbstverständlich schon bei mehreren Kaffee zusammen diskutiert, wir haben da zusammen. Für uns geht es ja letztendlich darum, dass wir eigentlich die 4 C-Sitze im Wallis durchbringen. Und auch das, was Philipp gerade gesagt hat, ist für uns zentral, dass unsere, die Auswertung hier zeigt eigentlich, jede Stimme, die Grün wählen tut, geht eine Stimme ins Unterwallis. Und unser Ziel ist am Schluss, 3 Oberwalliser Sitze zu haben. Und das wird nie ein grüner Sitz oder ein SPO-Sitz. Also eine kämpferische
C-Familie hier am Debattieren. Kämpfer ist jetzt in der letzten Zeit auch der Beat Rieder gezeigt. Das hat sich jetzt auch in den Prognosen ausgeschlagen. Wir haben bei den Ständeratswahlen angefragt, wie das könnte uns auch kommen. Michel ist schon da. Ein kleiner Überblick für uns, wie sich die Lage hier präsentiert in Sachen Ständeratswahlen. Genau, also im Ständerat sieht es so aus. Der Beat Rieder, der ist ungefährdet, der ist weit unser Weg eigentlich, kann man sagen. Salopp formuliert im Schlafwagen für weitere 4 Jahre auf Baro vom letzten Tal aus. Nachher ist es Kopf-an-Kopf-Rennen und Marion More, der Matthias Renner, der 31% hat, der Matthias Renner 30%. Das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen, Philipp Nantermo und nachher der Rest von den Kandidaten. Und was wirklich auffällt, ist, dass der Matthias Renner der Marion More da wirklich auf die Pelle rückt. Und dann haben wir auch die Brigitte Wolf, die eben Ständeratskandidatin ist mit 14%. Der Michael Kritzer, der Kandidat von der SVP Oberwallis mit 12% und der Cyril Foscher hat noch 18%. Vielleicht gerade so eine Einschätzung. Ich frage mal mit Eiva Schilbert-Truffer zu den Prognosen Ständeratswahlen. Also im Prinzip der kleine Abstand. Man sieht es ehrlich gesagt von Matthias Renner auf Marion Mare, der überrascht mich selber ein bisschen. Er hat zwar das letzte Mal sehr, sehr ein gutes Resultat gehabt, er schafft es bei gut, er kann die Leute gut mobilisieren, aber das zeigt schon, dass unsere Kollegen Wunderwallis sehr gut unterwegs sind, auch immer die zusammen hier. Und nachher, was man auch sieht, Philipp Nantermann ist schon recht ein paar Prozent abgeschlagen, und nachher geht es immer weiter am Brei. Überraschend hat man eigentlich auch der Silil Foscher, ich habe eigentlich dem mehr zugetraut, dass der da näher dran kommt. Und das ist für uns schon eine Bestätigung, dass wir da mit dem Kandidat richtig unterwegs sind. Klar, es geht nachher in die zweite Runde. Es geht nachher sicher einen zweiten Wahlgang geben. Und muss man sich halt da vielleicht überlegen, was man da nachher macht. Was könnte man denn machen? Also die Liaison oder die Allianz Rot-Blau ist ja sehr, sehr schwierig, oder? Politisch ist man total unterschiedlich. Das Problem ist, dass ein bisschen Rot-Blau hat in der Vergangenheit immer wieder gut können zusammenarbeiten. Im Moment ist es ein bisschen ein Kopfproblem. Das ist der Philipp Nantermo, der ist halt ein Hüfo. Aus unserem Lager ist der zweitrechts. Der kennt ihr ganz so gut, so fast in der SVP drin sein. Wenn ich den nur da in der Grossratssee diskutieren oder vorgekehrt habe. Und ich denke jetzt einmal, will den ersten Wahlgang durchgehen und dann schauen mal, was passiert und wie die Resultate schlussendlich sind. Und dann muss ich mit meinen welschen Kollegen noch mal ein bisschen hängen. Michael Graber mit den Nationalratswahlenprognosen sind eigentlich eher positiv überrascht. Wie er gesagt hat, sie eher ein bisschen ernüchtert mit dem Abschneiden der SVP-Kandidaten. Ja, gehört, Ständeratswahlen sind Majorzwahlen, das sind Personenwahlen, da tut man nicht eine Partei wählen und Einschulkandidaten sind vielleicht in entsprechenden anderen Kantonsteilen noch ein bisschen zu wenig bekannt, das sind auch noch relativ junge Kandidaten und ich bin da zuversichtlich, dass wir aber trotzdem können, den Wählern eine Möglichkeit geben, Alternativen zu wählen und ich würde mir auch wünschen, insbesondere Gott für in die Zukunft, dass die sogenannten Minderheiten vermehrt können zusammenarbeiten, sei es auch SP mit der FDP und wie euch wieder mit der FDP, dass da allenfalls die Allianz sagen, würde ich mir persönlich wünschen. Also konkret für die Ständeratswahlen, dass es da verschiedene Möglichkeiten gäbe, ein Ticket zu gestalten? Jawohl, nur da habe ich das gegenteilige Problem vom Schilbertruffer. Der Philipp Nantermo ist mir eher zu links, also er müsste sich da schon noch klar so einen gewissen Ruck auf rechts stellen, insbesondere was seine europafreundliche Linie angeht. Und das würde ich mir eigentlich wünschen, weil ich dezidiert der Meinung bin, dass ein Ständerat in einer Fraktion einen grossen Einfluss hat. Und das ist doch schade, wenn eigentlich die zwei Ständeräte in der gleichen Fraktion sind und das erst noch in einer Partei, die höchstwahrscheinlich unter die 10%-Grenze wird gehen. Ihr habt gesagt, das ist eine Majorzwahl. Vielleicht sei aber ein Kandidat, der Michael Kreiser, zu wenig populär im Unterwallis. Ihr seid als Fraktionschef und Grossrat da vielleicht ein bisschen populärer. Ist das vielleicht jetzt eine Chance für euch auf den zweiten Platz, den man ja anstreben tut auf der SVP-Liste, für allenfalls nachzurücken, wenn dann der Herr Ruppe? Also das Ziel ist einfach mal ganz sicher, dass wir den Sitz von Franz Ruppo sichern können. Das ist das Hauptziel. Und selbstverständlich will jeder von diesen Kandidaten ein persönliches gutes Resultat machen. Das will ich euch. Und das will sicher auch der Michael Kreitzer, aber vielleicht noch andere auf der Liste. Und da werden wir miteinander eigentlich einen kollegialen, freundschaftlichen Wahlkampf führen. Brigitte Wolf, der Matthias Renner, überraschend gut unterwegs. Oder hat er das so erwartet, vor allem Partner im Ständeratswahlkampf, dass das so eine gute eine hohe Ausgangslage ist für den Linksblock? Wir hoffen das natürlich und ich habe immer gesagt, ich hoffe, dass der Matthias Renner da möglichst der CVP auf den Zahn fühlen kann. Es freut mich sehr, dass das Resultat jetzt oder die Umfrage jetzt das so zeigt. Was meinen Sie, ist wirklich möglich, dass die CVP-Dominanz, dass die kippt, ist das wirklich realistisch, dass Marion Mare den Sitz nicht verteidigen kann für die CVP unter Wallis?
Ja, ich bin da schlecht in so Wahlprognosen, da mit so mathematischen Spielten. Und es kommt ja jetzt extrem darauf an, im zweiten Wahlgang werden da noch gegen wer antritt. Aber ich glaube immer noch daran, dass er da eine Chance hat. Wie seht ihr das, Philipp Matthias Prägi? Der Beat Rieder hat ja gesagt, wenn die ASRG-Umfrage ist, das ist jetzt ein Warnschuss, jetzt müssen wir mobilisieren. Ist das hier der kantonale Warnschuss, dass Marion Mare da eigentlich ja gleich auf ist mit dem Matthias Renner? Das müssen wir das Teichengeld der CVP, oder? Ich glaube, das muss nicht zwingend das Teichengeld. Wichtig in dieser Umfrage ist eigentlich vor allem eins. Und das zeigt das klar, der Beat Rieder ist mit Abstand der stärkste in allen Partien. Das zeigt auch die Detailumfrage. Und das zeigt euch, dass er in den letzten Jahren eine hervorragende Arbeit gemacht hat. Und Marion Mare, das ist klar, die hat noch nicht der gleiche Bekanntheitsgrad wie Matthias Renner, aber der Wahlkampf von ihr ist lanciert, sie ist auf dem Ticket mit Beat Rieder. Und für mich zeigt das ganz klar auf, dass wir eine riesige Chance haben, die beiden Sitze zu verteidigen. Wenn jetzt Wallis sich wirklich will hinter einen linken Ständerat stellen, dann sagt Wallis auf dem Ast, was sitzt. Und ich glaube, das wäre völlig verheerend zu dem. Und das muss man sagen, wenn ich dem Michael Graber zuhöre, im Ständerat wird die CVP die stärkste Fraktion bleiben. Vor allem geht durch die Alpenkantine. Und da bringen wir euch die Themen durch, die das Wallis am besten beschäftigen. Und demzufolge ist die ungeteilte Standesstimme wichtig. Ich rechne nach der Umfrage der Marion Mare weiterhin sehr gute Chancen zu. Vor allem, weil es der Turbo Beat Rieder mit sich hat. Thomas Ecker, dass die Marion Mare gewählt kommt, ist ja sicher auch im Interesse von auch selber und von Galbo. Wenn man weiterspannt in 4 Jahren, der Turnus, wenn er wieder Bestand hat, wenn der C-Block bei den Sitz abholt, dann ist die CSP wieder dran. Auch ein Name gibt immer mal wieder, dass ihr dann 4 Jahre könnt, die Ständeratskandidat werden, oder? Also die CSP war ja im Oberwallis dran, also der Beat Rieder ist ja gesetzt, das sieht man jetzt aus dem Ergebnis. Was mich nicht überrascht, ist, dass der Matthias Renner und der Philipp Natermoor relativ nachkommen. Man muss sehen, das sind 2 amtierende Nationalräte. Marion Mare ist nicht auf Nationalräten bis jetzt präsent gewesen. Das ist ein sehr gutes Resultat bei der Umfrage. Und eins kann ich garantieren, der Philipp Natermoor wird nie Ständerat. Mit der Politik, die er macht und mit den Aussagen, die er jetzt macht, wo er ganz klar der Oberwalliser Ständeratssitz angreifen tut und uns sagt, ein Freund braucht es da sowieso nicht. Also der wird im Oberwallis 0 Stimmen machen. Nicht 500 wie das letzte Mal, sondern 0. Also bei der zweiten Wahlgang wird der weggehen, wenn er überhaupt noch mal antritt. Der Matthias Renner finde ich gut, er macht einen super Job als Bauer, das muss ich ihm anerkennen. Er kommt bei den Leuten sehr gut an, wird sicher in den zweiten Wahlgang steigen und ist damit nachher gesetzt, für nachher in 2 Jahren Staatsrat zu werden. Und ihr dann, aber in 4 Jahren, wenn der Turnus wieder kommt, wäre der erste Ständeratskandidat, wenn es gut läuft für den Zeitpunkt. Das wird zu dem Zeitpunkt die Partie entscheiden, das wird aber auch davon abhängen, wie der Turnus nachher mit Beat Rieder und mit ihm schon mit Roberto Schmid wird aussehen. Marion Mare, aber wenn man sieht. Ja. Auffallen tut da vielleicht eins, dass wir mit der Marion Mare das erste Mal die historische Chance haben, eine Freude auf die Bundesbären zu bringen als Ständerätin. Und es ist das linksgrüne Lager, das jetzt gezielt auf Marion Mare geht, wenn man heute das Interview von Matthias Renner gelesen hat. Und das ist doch auch ein bisschen speziell, wenn man zwischendrin immer von Frauenförderung redet. Sind die Linken ein bisschen Leidenkillers? Das SP, der Cedric Wermuth im Kanton Aargau, hat ja auch ein paar Frauen ausbuxiert für den Ständeratswahlkampf. Sind ihr so ein bisschen eine Leidenkiller-Partie? Wir müssen mal unsere Liste überall anschauen. Wir sind die einzige Liste, die überhaupt Liste mehr Frauen drauf hat, als Männer. Das ist das Erste. Und wie sie uns an uns morgen gemacht haben, weiß ich nicht. Aber jetzt geht es ein bisschen auf die Einsagen zurückkommen. Ich bin schon bei BDC-Vertreter hier. Ich habe jetzt sehr viel probiert, schön zu reden. Matthias Prägi hat gesagt, ja, im Ständerat wird die CVP sicher die stärkste Partei sein. Die zweitstärkste wird die SP sein. Aber was er nicht sagt oder verschwiegt, im Nationalrat werden er unter 10% gehen. Und das muss man halt einfach jede Stimme, die von einem C-Vertreter auf Bärau geht, ist Gott nochmal vom Einfluss her nachher an die Partie hat einen, der für nichts ist. Und jeder, der SP wählen tut, tut das Kanton Wallis nachher ein paar schwächen, weil ihr meistens nicht mit einstimmt. Und damit noch diese Runde gehen wir in die Themen drinnen. Wir haben übrigens noch eine Ständeratswahldebatte am 3. Oktober hier in der Pomona mit allen Kandidaten, die wir hier diskutieren über die Ständeratswahlen. Wir starten mit dem Thema, und zwar das Verhältnis von der Schweiz zur EU. Da steht vor allem das Rahmenabkommen im Mittelpunkt. Jahrelang hat man diskutiert, dutzende Verhandlungsrunden hat es gegeben und immer noch hat man das Gefühl, es ist immer noch so ein bisschen eine Baustelle, die das mit dem Rahmenabkommen auf sich hat. Was läuft da eigentlich falsch, Thomas Ecker?
Also von mir aus gesehen hat die Schweiz völlig falsch verhandelt, hat sich unter Druck gesetzt von der Europäischen Kommission. Das Rahmenabkommen, wie es jetzt vorliegt, darf man auf keinen Fall unterzeichnen. Es sind ein paar Punkte, die überhaupt nicht gehen. Es sind unter anderem die sogenannten staatlichen Beihilferegelungen. Das heisst völlig ein paar Subventionen, die nicht mehr fließen können. Es geht zum Beispiel um die fremden Richter, die das SVP immer bringt, nämlich das Schiedsgericht, das eigentlich nur ein Feigenblatt ist. Das Schiedsgericht müsste immer den Europäischen Gerichtshof anrufen. Das Urteil vom Europäischen Gerichtshof wäre nachher verbindlich für das Schiedsgericht und damit müssen wir automatisch EU-Recht übernehmen. Kommt noch dazu die sogenannte Unionsbürgerrichtlinie, wo wir nachher müssen, wenn ein Arbeitnehmer aus dem EU-Raum hier arbeitslos wird, dem noch Sozialleistungen zahlen. Das will ich auf keinen Fall. Und noch als letzter Punkt der Lohnschutz, der würde wegfallen, den wir heute kennen. Das sind vier zentrale Punkte, die nicht erfüllt sind. Und so kann man das Rahmenabkommen auf keinen Fall unterzeichnen. Das muss nachverhandelt werden. Nachverhandeln heisst für mich jetzt eine neue Europäische Kommission, die jetzt im Oktober wieder eingesetzt werden. Wir müssen gerade warten, bis der Brexit durch ist. Ich hoffe übrigens, dass der kommt, dass nachher die EU mal begreift, dass sie mit den Partnern anders verhandeln muss. Jetzt ist klar gewesen, jetzt hätte sie nicht einknicken und nicht angeben, weil sie Angst hatte, was mit Großbritannien passieren wird. Sobald die Situation bereinigt ist, können wir wieder auf gleicher Augenhöhe miteinander verhandeln. Also im Moment abbrechen und nachher Nachverhandlung anstreben. Richtig, jetzt abbrechen und nachher nachverhandeln. Alles andere ist Druck und Erpressung von der EU. Nachverhandeln, das ist ja immer wieder ein Thema. Der Bundesrat hat auch jetzt versagt, viele Matthias Prägi. Wir müssen jetzt mal noch die Viola Amherte daran glauben und vielleicht sogar noch auf Brüssel nachverhandeln. Ob sie daran glauben müssen, weiss ich nicht, aber es würde sicher der Sache helfen. Der Thomas Egger hat das richtig gesagt. Man hat die Linie falsch gesetzt, man hat den falschen Verhandler auf Brüssel geschickt und hat jetzt schlussendlich ganz ein schlechtes Resultat bekommen. Und trotzdem wird dürfen nicht vergessen, die EU ist unser wichtigster Handelspartner, wird die im Jahr 330 Milliarden exportieren, da davon zwei Drittel in die EU. Also das heisst, rund 20 Millionen pro Stunde, die wir in die EU exportieren. Wir brauchen ein gutes Verhältnis, aber eins ist klar, mit diesem Rahmenvertrag, das geht nicht. Wir haben Sachen drin, insbesondere gerade die Schiedsgerichtsbarkeit, respektive die Streitbelegungsklausel, wo man sagt, wenn ihr euch nicht einigt, EU und Schweiz, dann tut der Europäische Gerichtshof entscheiden. Und wenn er die letzten Jahre verfolgt hat, wie der Europäische Gerichtshof entschieden hat, dann hat er immer versucht, innerhalb von der EU die Rechte zu vereinheitlichen. Und das ist völlig undemokratisch. Das geht in einem Land mit der Schweiz, mit der direkten Demokratie nicht. Und das müssen wir verhindern. Ihr habt noch die Frage gestellt wegen dem Nachverhandeln. Es ist klar, das Abkommen ist noch nicht paraffiert. Da hat man alle Möglichkeiten. Und auch die EU hat jedes Interesse mit der Schweiz, ein gutes Internet zu haben. Ich glaube, wir lassen den Brexit durchgehen. Es werden die Briten sehen, dass das ein harter Weg ist, aber die EU wird auch merken, dass er nicht funktioniert. Und dann steigen wir nochmal ins Rennen. Und bis dahin wird die meisten Abkommen gesichert. Und ich denke, das ist wichtig. Was wir aber nicht machen dürfen, wir dürfen nicht noch mehr Baustellen öffnen, wie beispielsweise mit der Begrenzungsinitiative. Müssen wir nachverhandeln, aus eurer Sicht, Brigitte Wolf, oder unterschreiben jetzt? Nein, ich bin noch ganz gleicher Meinung. Ausnahmsweise, wie der Thomas und der Philipp Matthias. Die EU ist unser grösster Handelspartner und wir brauchen einen Vertrag. Wir wollen das Rahmenabkommen. Aber auch wir sagen, der Bundesrat hat entweder schlecht verhandelt oder, was mich am meisten stört, sie haben das Abkommen auf den Tisch gelegt, in die Vernehmlassung geschickt, ohne zu den einzelnen Punkten zu sagen, was jetzt genau passieren wird nachher. Und so hat jede Partei ein bisschen selber können interpretieren und niemand weiß genau. Da muss der Bundesrat muss einfach ganz klar der Bevölkerung sagen, was ist Sache, welcher Punkt bedeutet nachher was. Und dann können wir auch wirklich darüber diskutieren und sind wir nachverhandeln. Und wir wollen aber ein Abkommen. Also alle wollen nachverhandeln. Wie sieht es mit eins, Michael Graber? Ihr seid ja die SVP, eine EU-skeptische Partei. Das Rahmenabkommen könnt ihr nicht akzeptieren. Wie ist euer Vorgehen, wenn ihr jetzt wo man jetzt in die Wege legt? Ich bin der 2C-Vertreter, also zuhören. Und wenn es tatsächlich so sollte sein, dass ein C-Sitz aus dem Oberwollestrock läuft, würde ich dann gerne dementsprechend ein Mitglieder Formular von der SVP suchen. Wenn wir die hier gekehrt reden, könnten wir meinen, da hängen wir mit strammen SVPlern zu tun. Aber das ist leider nicht der Fall. Es sind bald Wahlen und die Botschaft höre ich wohl. Allein mir fehlt der Glaube. Auch ein Fraktionspräsident, der
Filippo Lombardi, der ist klarer Befürworter von dem EU-Rahmenvertrag. Und ein Rahmenvertrag, das sagt das Wort schon, das will ich ein Rahmen geben. Das will ein Zyum drum tun. Das ist ein Kolonialvertrag, ein Unterwerfungsvertrag. Weil wir in ganz zentralen Bereichen müssen der EU und dem Diktat von der EU unterwerfen. Wir müssen automatisch Recht übernehmen. Die dynamische Rechtsübernahme? Ja, ihr könnt dem auch dynamisch sagen, automatisch. Das ist das Gleiche, wenn ich die Doktorarbeit habe geschrieben habe. Habe ich zuerst mal gelernt, was dynamische Fussnoten sind. Da habe ich Fussnoten gesetzt im Word. Und immer, wenn man nachher etwas gewechselt hat, hat die Fussnote automatisch Nummer geändert. Also dynamisch heißt automatisch. Und die kann schon nur das Wort dynamisch einmal auf der Zunge lassen. Ist dynamisch Recht übernehmen, eine Gewähr für eine Rechtssicherheit. Die politische Stabilität ist der Entscheid- und Standortvorteil, den die Schweiz hat. Es gibt Grosskonzerne, die nur wegen der politischen Stabilität in die Schweiz kommen. Und das würden wir hier einfach zum Feister aber riskieren. Das Volk könnte ja gleich noch abstimmen. Man könnte da immer noch genau, das Volk könnte abstimmen. Aber wenn es nicht so stimmt, wie es der EU passt, dann würde die EU sogenannte Ausgleichsmaßnahmen treffen. Also sprich Strafen. Sachen gegen uns verhängen. Und was man nachher so schön schmückt, man muss nicht automatisch, man muss dynamisch, man muss nicht strafen, sondern Ausgleichsmaßnahmen. Man muss sich nur dem Europäischen Gerichtshof unterwerfen. Und der Thomas Ecker hat es vorher gesagt, also absolute Katastrophe wäre, wenn man die Unionsbürgerrichtlinie übernehmen müsste, in verschiedenen Bereichen, im Bereich von der Sozialhilfe vor allem. Und natürlich auch im Bereich des Familiennachzugs nachher, also die Personenfreizügigkeit, die würde noch viel mehr ausgeweitet werden. Und nachher das Letzte, was die Linke eigentlich müsste interessieren, der Arbeitnehmerschutz, der wird total ausgehebelt oder so. Beihilfen, staatliche sind kaum mehr möglich, wenn ich an die Kantonalbanken denke zum Beispiel. Also das wäre auf der ganzen Linie ein Desaster. Das wäre das Todesurteil für die Unabhängigkeit von der Schweiz. Das wäre das Todesurteil für die direkte Demokratie und darum absolut nein. Und nicht nachverhandeln, das wollte ich auch noch sagen. Nachverhandeln tut man etwas, was verhandelt ist. Aber wir haben ja nicht fertig verhandelt. Also müssen wir zuerst verhandeln. Also das Wort nachverhandeln ist an sich schon kreuzfalsch. Schilbert Ruffer, ihr seid skeptisch mit dem Rahmenvertrag. Vor allem geht es aber auch um den Lohnschutz, den ich gewährleistet ist. Wie ist eure Position? Wie soll die Schweiz weiter agieren im Verhältnis mit der EU? Selbstverständlich. Das sind wir lehnen den in diesem Stadium auch ab. Stichwort, die direkte Demokratie stirbt. Das habe ich schon mit der DSI Debatte immer gehört, die stirbt mit der SVP, stirbt die regelmässig, alle zwei, drei Jahre ist die direkte Demokratie tot und gefährdet. Im Gegensatz zur SVP, die wir nicht aus ideologischen Gründen den Vertrag jetzt hier am Tür ist, was jetzt verhandelt wird, ablehnen. Es geht um Lohnschutz, es geht darum, dass wir hier nicht Lohndumping haben, es geht darum, auch für unsere KMU jetzt in der Schweiz. Und genau aus dem Grund, die wir den Vertrag im Moment ablehnen. Wir wollen Nachverhandlungen und wir wollen den Druck über die Partei so weiterführen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wir brauchen gute Verträge mit der EU. Wir brauchen hier, wir haben Bosch, wir haben Gentilla und vielleicht noch etwas betreffend Zuwanderung und Personenfreizügigkeit. Ich habe es das letzte Mal schon mal gesagt in der Debatte. Ich bin in der Gewerbeschutzbrücke. Dieses Jahr haben vier Mauerlehrlinge angefangen. Ich kann jetzt schon sagen, Herr Graber, kein Mensch, wenn hier niemand mehr will Handwerker sein, niemand mehr will arbeiten, dann brauchen wir in Gottes Namen halt Leute, die das machen. Und das werden noch viele Leute sein aus der EU, die wir werden brauchen. Und dann brauchen wir auch da starke Rahmenabkommen, wenn auch was unsere Studierenden betrifft. Also wir haben ja jetzt schon Personenfreizügigkeit und ob das Rahmenabkommen kommt oder nicht, hat mit dem überhaupt nichts zu tun, was ihr sagt. Und die Personenfreizügigkeit, die sind aber nachher auf das können, auch darauf eingehen, auf die Begrenzungsinitiative, die ist sehr, sehr schädlich für die Schweiz. Und in verschiedener Hinsicht, wir brauchen Arbeitnehmer unserer ganzen Welt, wir brauchen Arbeitnehmer unserer USA, unserer Australien, vielleicht einmal einen Ingenieur aus Indien. Wir brauchen nicht, dass jeder Arbeitgeber, Arbeitnehmer einen rechtlichen Anspruch auf Einwanderung in das Land hat und die ganze Familie kann mitnehmen. Ist das Land ist zu klein für das. Das verträgt es nicht mehr. Jedes Mal in Bahnhof, da habt ihr ja mehr Leute, die in jeder Großstadt in Amerika, ist vielleicht gerade in New York. Also ich habe so etwas noch selten gesehen, ich bin ein paar Mal gereist und wir müssen in dem Land endlich etwas machen für die Umwelt, aber auch für die Nachhaltigkeit, für die zukünftigen Generationen. So wie das mit der Zuwanderung im Moment läuft, kann es einfach nicht weitergehen. Und wir haben eine Abstimmung gehabt, was das Volk gesagt hat, das will die Zuwanderung selber steuern und das hat man einfach nicht umgesetzt. Personenfreizügigkeit Kinder heisst lieber, nicht... Lieber, du mit dem Rahmenvertrag, Herr Graber, ja. Ich melde dich mal. Aber nur noch ein Satz, wir brauchen keinen Vertrag für selber, können wir leiden in das Land. Also dafür brauchen wir niemanden, wir können selber entscheiden. Ihr wollt die Arbeiter, die hier arbeiten und danach einfach so weit heimgehen. Also wie es früher war, im März kommen und danach im November wieder die Koffer packen, weil ihr eure Familie nicht haben, wenn ihr im Ausland arbeitet. Ich reise auch viel und ihr übertreibt ständig, was das betrifft.
die Schweiz ist halt ein bisschen ein Opfer des eigenen Erfolges. Wir brauchen die Arbeitskräfte. Und dass das ein Grossrat im Tourismuskanton sagt, wo die ganze touristische Branche praktisch nur noch mit Ausländern funktioniert, ist ein Spitalherzfisch. Das ist doch sehr interessant. Das ist doch sehr, sehr weltfremd. Ich will hier kurz intervenieren und gerade über ganz zu einer Seite geht. Also, es ist Wahlkampf und wegen dem hat er da die klare Position mit dem Rahmenabkommen, hat der Herr Graber gesagt. Absoluter Quatsch. Ich freue mich, dass wir nicht alle einig sind, was das institutionelle Rahmenabkommen anbelangt. Aber was dem Herrn Graber eigentlich wirklich zu anlegen ist, ist absolut abbrechen mit der Europäischen Union. Das ist nämlich die Begrenzungsinitiative. Das heisst, Personenfreizügigkeit kündigen und so weiter. Das heisst, dass wir unsere Wirtschaft wirklich aufs Spiel setzen. Der Schilbert Ruffer hat es jetzt schon gedeutet. Wir sind Tourismuskanton. Wir sind auf die ausländische Arbeitnehmende angewiesen, fundamental angewiesen. Wir brauchen sie zum Beispiel im Spital, wir brauchen sie in allen Bereichen. Und was ihr riskiert, ist, dass genau das weggefallen wird. Das ist völlig falsch, was Thomas Ecker sagt. Wir haben die Personenfreizügigkeit, das ist einer von verschiedenen Verträgen, die wir mit der EU haben. Und wenn man die klassische Volkswirtschaftslehre anschaut, dann hat man Arbeit, Kapital, Boden und vielleicht noch das Know-how. Aber die Arbeitskräfte, die hat nie dazu gezählt. Und das, was ihr wollt, ist, ihr die Arbeitskräfte auf das Niveau von Waren degradieren. Ihr könnt über die Grenze gehen und sie denken, im Auto kontrollieren, was ihr einkauft, aber ein Pass will keiner mehr sehen. Ihr die Waren nur mehr kontrollieren, was die Leute in das Land einkommen. Das hat erhebliche Nachteile für die Schweiz. Geht euch punkto Sicherheit. Ich erinnere an Kriminaltourismus, was es gibt, wo, wenn man in der Westschweiz Geldtransporter mit Kalaschnikos ausräumt, wenn im Tessin 10 Gemeindepräsidenten und auch grosse Mehrheit CVP-Politiker sich zusammentun und sagen, wir müssen endlich etwas machen gegen den Kriminaltourismus. Das betrifft Schengen, das andere betrifft die Personenfreizügigkeit, aber ihr tut mit beiden Sachen die Anliegen und die Angst von der Bevölkerung nicht ernst. Philipp Matthias, frage ich an Tag. Also ich glaube, da müssen wir drei Punkte müssen wir da sauber ins Feld führen. Punkt 1 ist, der Michael Graber braucht die Gnadenwahlen kein Gouvern für die SVP checken. Das, was wir hier gesagt haben, ist nicht die Meinung nur von uns zwei, sondern es ist die vorherrschende Meinung in der CVP-Fraktion in Bern. Das müssen wir einfach hier mal klar gesagt haben. Alle, die jetzt den Kopf schütteln, und denen kann ich sagen, kommen mal vorbei, ist die klare Meinung. Zweitens, wir haben diese Woche über die Begrenzungsinitiative geredet. Ich kann ein ganz klares Statement abgeben. Wir haben in der Schweiz ein Problem mit der Zuwanderung. Die ist gross. Wir müssen die massvoll begrenzen. So hat ja der Titel auch gesagt. Aber wir dürfen sie nicht ausschließen. Wir müssen Massnahmen machen. Wir können nicht eine 10 Millionen Schweiz anstreben. Das ist der völlig falsche Weg. Aber es geht euch nicht, eine Mauer zu bauen, wie es die Amerikaner wollen. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, der vergessen wir sie ein bisschen in unserer Hektik, in unseren ganzen Beispielen, die wir aufzählen können, unsere Nachbarschaft, wo man sagt, oh, da ist wieder etwas Schlimmes passiert und hier den Ausländern etwas falsch gemacht. Erstens gibt es auch Schweizer, die Sachen falsch machen. Und zweitens, wir dürfen eins nicht, das sind die bilateralen Eins aufs Spiel setzen. Und mit der Begrenzungsinitiative machen wir das. Da ist eine Guillotine-Klausel drin. Es gehen zwar nur 7 von 120 Verträgen weg, aber es gibt die 7 wichtigsten Verträge weg. Und wenn wir das müssten nachher irgendwann in der Zukunft mit der EU verhandeln, dann wäre er komplett auf dem verlorenen Posten. Darum klar, die Position von uns ist klar, die CVP hat in Bern mehrere Vorstellungen diesbezüglich gemacht. Man muss Massnahmen treffen gegen eine grenzenlose Zuwanderung. Aber wir brauchen eine saubere Regelung mit dem Ausland, insbesondere mit der EU. Und da bringt jegliche Polemik nichts. Da geht es nur um Sachpolitik, weil da geht es um die Schweiz. Und da damit denken wir den Themenblock beschließen. Kommen wir zum nächsten. Und da kommen wir dir wieder mal zum Wort, Frau Wolf. Es geht nämlich um das Klima, um das CO2. Michel, du hast da ein paar Fragen vorbereitet. Genau, bei uns im Sorgenbarometer, den wir abgefragt haben bei der Wahlumfrage. Auf Platz 2 ist der Klimawandel. Also ihr habt das Thema eigentlich genau getroffen, einfach 30 Jahre vor allen anderen. Kann man das also sagen? Die Grünen waren an der Zeit für uns. Also die Grünen haben seit ihrer Gründung ist Umweltschutz sehr ein wichtiges Ziel gewesen. Seit man weiss, dass es Klimaerwärmung gibt, und das weiss man eigentlich schon lange, haben sich die Grünen immer dafür eingesetzt. Und jetzt haben durch verschiedene Faktoren hat das auch viele Leute erkennen das und wollen etwas machen. Und es freut mich sehr, dass jetzt auch zum Beispiel die Ständeratskommission und ein Bundesrat sagen, bis 2050, wenn wir netto null CO2 und dass man jetzt auf den Weg geht. Wir haben immer noch das Gefühl, das ist noch zu wenig, was ich. Also so werden wir es nicht erreichen. Aber immerhin, die ersten Schritte werden jetzt gemacht und ich hoffe nicht sehr auf ein griffiges CO2-Gesetz. Im Nationalrat hat man ja noch
Das versenkt, hat man keine Massnahmen wählen. Jetzt der Ständerat will mehr und nach der Wahl hoffe ich sowieso, dass dann die gemeinsame Bundesversammlung, Ständerat und Nationalrat so ein Gesetz, wo das den Namen auch verdient, das CO2-Gesetz, ein gutes verabschiedet. Eine konkrete Massnahme, die ihr beschlossen habt, gerade kürzlich, war 50 Rappen auf die Benzintür. Jetzt für eine Randregion und Wallis, wo viele Leute angewiesen sind auf Mobilität, auf das Auto. Das ist halt nicht sehr populär, dass ihr so vorschlägt, Frau Wolf. Das ist klar. Und in der ganzen Schweiz sind die Leute auch auf Auto angewiesen. Auch im, es ist ja nicht nur so, dass nur im Wallis Auto gefahren wird, sonst hätten wir ja das Problem nicht. Also es wird aber es sind natürlich weniger Widerschlüsse mit fahren. Öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja, und das ist klar. Das ist eine Massnahme, die auch weh wird tun, aber sonst erreichen wir es nicht. Ich meine, wenn wir das Ziel uns setzen, wenn wir das Klimaabkommen unterschreiben und nachher nichts machen wollen, ja gut, können wir schon machen, aber das nützt nichts. Und ich möchte einfach noch sagen, solange ein Autopark rumfährt im Wallis mit einem Durchschnitt von, ich weiß nicht wie viel CO2 pro Kilometer, dann ist das gar nicht so ein grosser Betrag. Also wenn man anfängt, energiesparsamere Auto fahren, dann nachher, wenn man 10 Rappen auf einen Liter Benzin drauf tut, dann gibt es auf einen 50-Liter-Tank 5 Franken. Wenn man aber irgendwie grosse Auto mit einem Unterhaltskosten, die hoch sind, mit Benzinverbrauch, die hoch sind, sind die 5 Franken eigentlich ein Klacks. Seht ihr das auch so, die SVP? Das Thema Klimawandel, ist das wirklich das Hauptthema, das Hauptsorgenthema? Und das ist ein bisschen das Gefühl, wenn man mit Leuten aus einer Partei redet, wo sie erst schon fast sagen, ja, das ist ein bisschen ein Hype, da machen wir nicht mehr auf dem Thema. Ja, das ist nicht nur ein bisschen Hype, das ist ein Riesenhype. Die Klimaveränderung, die gibt es, das ist selbstverständlich. Es besteht einfach eine gewisse Differenz darüber, wie die verursacht ist und wie viel das der Mensch dazu kann beitragen kann oder nicht. Und wir sind einfach dafür, dass man in der Klimapolitik einen kühlen Kopf bewahren und einfach auch ein bisschen... Der Mensch hat schon Einfluss auf den Klimawandel, also nicht, dass das... Aber wie gross es ist, ob der 5% ist oder 90%, das kann auch niemand sagen. Ich meine, ich kann noch kein Wetter von nächste Woche auch nicht vor uns sagen, aber ich sage noch genau, in wie vielen 100 Jahren es kein Gletscher aber mehr gibt. Aber die Forschung sagt ja relativ eindeutig, ja, dass der Mensch einen grossen Anteil hat. Die Forschung hat einmal gesagt, dass die Erde eine Scheibe ist. Und das ist der Tod vom wissenschaftlichen Diskurs, wenn man eine Einheitsmeinung diktiert. Und das ist genau das, was im Moment in der Klimadebatte passiert. Wir müssen die Relationen behalten. Die Schweiz hat an einem Tag gleich viel CO2. Es ist ja schon eine Mehrheit der Forscher, die das ganz klar selbstverständlich, so vertreten. Selbstverständlich. Und das ist ihr gut recht. Aber es gibt auch eine Minderheit, die sagt, das ist sicher ein menschlicher Einfluss. Aber der menschliche Einfluss ist nicht dermassen, dass wir hier, ich selber, müssen dermassen mit Verboten und kostspieligen Gesetzen, wie das unsägliche CO2-Gesetz. Aber müssen wir denn etwas machen? Selbstverständlich. Und dann ja, wie? Selbstverständlich. Man muss mit Eigenverantwortung den Leuten beibringen, dass man innovative Sachen machen kann. Also, es reden alle immer von Elektroautos, aber es gäbe zum Beispiel auch Wasserstoffautos, Wasserstoffmotoren in der Forschung. Man muss die Anreize schaffen, dass man und nicht das, was jetzt passiert mit Verboten und Verteuerungen, weil das, was die Brigitte Wolfe gesagt hat mit dem CO2-Gesetz, das ist der Tod für die Berggebiete, wo jeder wirklich auf das Auto angewiesen ist. Und in der Schweiz ist das nicht überall so, in Zürich, Basel, Bern, da hat er überall ein Tram, da braucht er nicht unbedingt das Auto, aber im Wallis braucht er ein Auto. Und wenn man das will, wie das die Linke im Moment will, dann hat man einen Zustand wie im Mittelalter, nämlich, dass sich nur mehr reiche Leute kennen und Mobilität leisten. Also Verbote geht nicht, aber es braucht Lenkungsabgaben oder Innovation oder was ist denn das Rezept für euch? Also es kommt natürlich, was mein Rezept wäre, für den meisten wirklich für das Klima zu machen, ist eigentlich ganz etwas Einfaches. Man muss lokale Produkte kaufen, lokale Produkte konsumieren und dann hat man schon sehr, sehr viel zum CO2-Ausstoß beigetragen. Aber die ganzen, die da so auf dem Vegan-Trip sind und nachher müssen und irgendwelche Produkte aus Südamerika einfliegen, die produzieren en masse CO2, aber der Nebotanne oder der Eier vom Bürger nicht kaufen, das wäre wesentlich CO2-neutraler. Die lokale Produktion würde er sicher wieder treffen mit der Grino und der Brigitte Wolf. Thomas Ecker, was müssen wir machen? Wie kann man es machen? Verbote, Lenkungsabgaben, Innovation fördern? Also zuerst einmal eine Feststellung noch zu der Umfrage. Wir haben aus der Umfrage ganz klar gesagt, dass die CVP das Thema genau richtig getroffen hat, nämlich Krankenkassenprämien sind die größte Herausforderung und nicht Klimawandel. Klimawandel von erster und zweiter Stelle. Gut, aber jetzt zum Klimawandel. Das Statement von der Brigitte Wolf zeigt einfach leider, warum man nicht grün wählen darf.
Also 50 Rappen auf der Liter Benzin, das ist der Tod von der Berggebiet. Das geht schlichtweg nicht, das ist unakzeptabel. Ich würde mich jetzt zwar freuen, natürlich als Gelbe, wenn hier ganz viele Gelbwesten umeinander laufen, aber das kann nicht das Ziel sein. Also was für mich eine Massnahme wäre, wäre zum Beispiel effektiv die Flugticketabgabe. Da haben wir heute wieder eine Abstimmung über die gehabt. Das eben ist mehrheitlich im Nationalrat einig gewesen, weil das Pflegen ist heute tatsächlich viel zu billig. Und was ich nachher würde machen, ist den Ertrag von der Flugticketabgabe zum Beispiel Nachtzug in Europa wieder fördern. Ich muss leider relativ viel auf Brüssel zum Beispiel fahren. Ich gehe immer mit dem Zug, aber es gibt keinen Nachtzug mehr. Der ist abgeschafft worden. Sind Sie heute mit dem Velo gekommen, glaube ich? Ich bin heute mit dem Velo gekommen. Ich glaube, der tiefste CO2-Ausstoß heute gehabt. Also da hätten wir wirklich Handlungsbedarf, mit diesen Mitteln aus der Abgabe etwas können zu machen. Und was wir vor allem müssen machen, ist bei Klimawandel Anpassungsmaßnahmen etwas machen. Der Klimawandel findet statt, das ist ein Fakt. Wir müssen uns jetzt wirklich darauf anpassen. Da ist der Tourismus zum Beispiel gefordert, aber zum Beispiel das ganze Thema Wassermanagement. Wir werden in Zukunft mehr Staudämme müssen bauen. Das ist vielleicht auf den ersten Moment komisch, aber das ist dann immer zur Elektrizitätsproduktion, sondern das ist zur Wasserversorgung, die Reichwasserversorgung, Beschneiungsanlagen, Wasser und so weiter. Das sind sogenannte multifunktionale Speicherbrüche. Das ist eine riesige Herausforderung, die wir jetzt unbedingt angehen müssen. Und das ist euer Agedeif mit dem, was jetzt der Ständerat vorgespürt hat, mit dem Klimafonds, dass man genau solche Massnahmen könnte unterstützen. Und in Sachen Naturgefahren agieren, weil das Wallis wird ja, wenn es der Klimawandel weiter voranschreitet, ja, besonders betroffen sein von diesen Naturgefahren. Herr Bregi, da habt ihr euch ein ja, also ich glaube, Rezept das ist, in der Pipeline. Das ist, glaube ich, das einzige Richtige. Der Klimafonds habe ich mit einem Postulat lanciert und der Beat Rieder hat das nachher in der CO2-Debatte übernommen. Der Klimafonds würde mit fast 1 Milliarde im Jahr gespeisen und da reden wir nicht von so Erhöhungen, wie sie die Brigitte Wolfert wollen, sondern tiefere. Und mit diesen Milliarden kann man zwei Sachen machen. Man kann Folgen abfedern und man kann gleichzeitig auch Innovation fördern. Und für mich ist klar, wir müssen etwas machen, wir brauchen ein griffiges CO2-Gesetz. Es gibt aber gewisse Sachen, die müssen wir einfach schon kritisch anschauen. Aber eins haben wir geredet, ich will es nicht mehr wiederholen, das ist die Benzinpreiserhöhung im Berggebiet. Die sind nur sehr schwer verkraftbar und denen können wir erst zustimmen, wenn man wirklich vorgängige Kompensationsmaßnahmen gemacht hat. Aber viel schwerwiegender, und das sind sich die meisten noch gar nicht bewusst, ist, dass man will der Treibstoß Ausstoß auf 95 Gramm reduzieren. Da müsst ihr euch bewusst sein, es sieht vor, dass jedes Gramm, das über die 95 drüber geht, wird penalisiert. Da wird ein Betrag fällig, den man muss zahlen muss. Und das wird das Auto massiv verdienen. Und wir haben letztens eine Debatte mit Fachleuten von Deutschland und die sagen ganz klar, das wird zu einem Problem führen. Insbesondere Leute mit mittlerem und kleinerem Einkommen wollen sich zukünftig gar kein Auto mehr können leisten für zu kaufen. Und der Moment, wo die mit mittlerem, kleinem Geld sich nicht mehr ein Auto leisten können, der Moment haben wir in der Schweiz Zustände, die ganz sicher nicht dazu führen, dass wir den Wohlstand weiterführen können. Und dem müssen wir uns bewusst sein, darum braucht es ein CO2-Gesetz, das nicht zwingend mehr was so griffig ist. Es muss griffig sein, aber nicht übermässig. Es muss vor allem aber zwei Sachen sein. Es muss sozialverträglich sein und da müsst ihr eigentlich auch Links- und Kriegsinteresse haben. Und es muss wirtschaftsverträglich sein. Denn wenn die Wirtschaft die Abgaben nicht zahlen kann, was man zahlen muss, dann werden wir an Kraft, an Wirtschaftskraft verlieren, dann verlieren wir Arbeitsplätze und dann verlieren wir schlussendlich in der Schweiz an Wohlstand. Gilbert Ruffer, im Grossrat, die letzte Woche seid ihr ja gescheitert, ihr wollt den Klimanotstand ausrufen mit eurer Partei. Ist Wallis zu wenig klimaaffin mit der Problematik, wie ihr das einschätzen? Also vielleicht jetzt gerade der Philipp Matthias Bregi hat von einer Wirtschaft geredet, von einer Firma, die das Geld kostet. Und ich kann jetzt einmal ein Beispiel bringen. Die haben das im Griff. Die Firma Bosch wird 2020 klimaneutral arbeiten. Die haben verschiedene Massnahmen ergriffen. Die haben so eine Glas, die Gentilla. Die Firma Bosch ist jedem am Begriff. Und die haben ihre Massnahmen eingeleitet. Und die haben begriffen, dass das, was jetzt abgeht, dass das, was jetzt läuft, auch ökonomisch sehr interessant ist. Ist das einfach auch ein Thema? Ihr habt ja selber eine Firma, seid Unternehmer. Schafft ihr klimaneutral mit der Wolson? Wir arbeiten im Moment sicher noch zu wenig klimaneutral, aber was wir eingeführt haben heute zum Beispiel, wird er viel weniger Biss einsetzen. Das heisst, wir werden viel mehr zusammenfahren und so nische Leute auf eine Baustelle abstellen. Aber kommen wir zurück vielleicht gerade zur Firma Bosch. Das ist ein super Beispiel und es gibt jede Firma, die in der Schweiz etwas auf sich hat gemerkt, dass wirklich von dem kann profitieren, dass sich das in der Zukunft in der Rechnung. Nachher gerade noch ein paar Aussagen von Herrn Graber. Ihr sagt betreffend
Prognose zu, wenn die Gletscher würden verschwinden. Wir haben einen Brief, ob St. Gallen prüft, ist der erste Gletscher weg. Und ob der allerletzte Gletscher in 70 oder 80 Jahren wird verschwinden, das sei dir dahingestellt. Was schon Fakt ist, das kann der schon jetzt nachweisen oder kann er jetzt beobachten, die Eisdecke geht jedes Jahr immer rasanter weiter am Brie. Und ich sage jetzt einfach nur eins, hier, wenn ihr die Bedotellen einfahrt, der größte Teil von den Chukodai, die sind auf einem Permafrost drauf und auch der Permafrost schmilzt natürlich viel schneller als vorher durch die Klimaerwärmung und das wird ein riesiges Problem geben. Ihr unterschätzt das oder wollt es einfach nicht sehen oder wollt es einfach schön reden. Vielleicht noch zum Ganzen. Ein letzter Punkt, ja. Wie? Ein letzter Punkt noch, dann gehen wir weiterfahren. Ja, die anderen haben heute ziemlich lange geredet, ich denke, dass das bei jetzt ein paar Worte dazu kann sagen. Also, der ökologische Ausstieg, der ökologische Umbau ist sehr wichtig. Und das hat die andere Partei begriffen und das nicht. Wir müssen nicht einmal von Verboten reden, ja, das ist einfach so. Wir müssen in die Technik investieren, die uns weiter vorwärts bringen. Das sind Gebäudetechniken, das sind Wärmepumpen, das sind Elektroauto und das sind bifaziale Solarzellen. Wir müssen im Winter mehr Strom machen und nicht im Sommer. Und da haben wir hier im Wallis jeden Trumpf in der Hand. Kommen wir noch zurück, vielleicht die Angstmacherei von der CVP, die Angstmacherei von der CVP mit den 50% auf die Benzin. Jedes Mal, wenn wir im Grossrat den ÖV wollen fördern, ist genau die CVP und die SVP der Gegner. Ihr habt jedes Mal geredet, ihr habt jedes Mal gewährt. Und genau das wäre das Ziel für hier. In den, ich bin heute in Greco aufgewachsen, bin in Natasch und Klär. Am Morgen um 17:30 Uhr müssen wir uns da vermachten. Und der ÖV ist immer noch gleich weit. Und genau da hat er immer gewährt. Und wenn wir da drauf gehen, dann kann man doch auch im Nationalrat diskutieren, dass Kompensationsmaßnahmen für die Berggebiete gibt. Das ist durch uns ein gangbarer Weg. Und der kann für den Evers Gespenst da ziemlich stark entscheiden. Also ich halte fest, Klimawandel ist ein Problem. Wie man tut, wir müssen wirklich weitergehen, wie man agieren. Das ist unterschiedlich. Innovation. Ich bin persönlich angesprochen, weil ich ganz kurz mit zwei Sätze reagieren. Also selbstverständlich, weil die SVP war, hat das den Gletscher noch nicht gegeben im Moment, aber das war früher auch schon so gewesen. Vor über 2000 Jahren ist der Hannibal im Herbst mit Elefanten über die Alpen gekommen und jetzt noch kein Schneepflieg gegeben. Also die Gletscher, die haben sich immer verändert, schon vor Tausenden von Jahren. Und nur vielleicht das Wort zu einem Klimanotstand. Ein Notstand ist ein Begriff aus dem Krieg, wo man demokratische Prozesse und Gesetze in unserer Kraft setzen. Und wenn er will, auf Bären gehen, für ein Tourismuskanton, müssen wir vielleicht überlegen, ob das sinnvoll ist, wenn man die Werbung machen für einen Kanton, wo der Notstand herrscht. Ich will das letzte Wort zum Klimathema, bin ich auch gefragt worden, jetzt wegen der Benzinabgaben, aber nämlich zu allen anderen Vorschlägen, die jetzt gekommen sind, bin ich natürlich auch dafür. Und wenn wir das zusammenzählen, also da haben wir schon völlig viel, oder? Die Firmen machen mit, regionale Produkte kaufen wir, Nachtzüge tun wir wieder einführen, Flugticketabgabe und die Autos haben nur noch 95 Gramm CO2 pro Kilometer. Also da sind wir auf dem richtigen Weg, so oder? Super. Und damit haben wir den Themenblock abschließen, kommen wir zum nächsten. Und da geht es wirklich nur noch darum, mit ganz kurzen Antworten Ja oder Nein. Es sind Fragen, die ihr im Smartvote-Profil habt ausgefüllt, also das Profil, wo man schauen kann, wie ihr euch dort positioniert in der politischen Landschaft. Ich starte und frage Ehe für alle. Und wir hören Thomas Ecker da Ja oder Nein? Ja. Nein. Ehe für alle? Ja. Nein. Ja. Wieder geht weiter. Legalisierung von Cannabis, ja oder nein? Selbstverständlich, dass die alles entkriminalisieren. Nein. Ja, mit Rahmenbedingungen. Nein, das macht bei uns nur der Beat Rieder. Das stimmt, das hat er mir einmal gesagt. Selbstverständlich ja, ich bin immer gegen Verbote. Thomas Ecker, aktive Sterbehilfe, etwas, das man sollte unterstützen oder nicht? Ja, unter bestimmten Rahmenbedingungen. Nein. Eher ja, mit Rahmenbedingungen. Unter gar keinen Umständen. Gilbert Ruffer? Selbstverständlich ja. Liberalisierung von Ladenöffnungszeiten. Vollständig öffnen, wie es ein Tourismuskanton. Ihr natürlich auch ja, dass ich der ja, Lobbyist Nummer 1, absolut, oder? Absolut, das ist so. Nein, keine vollständige Öffnung. 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Nein, kein Selbstständiger, also vollumfänglich öffnen. Und kommen wir zum letzten Part von dem Smartphone-Umfrage. Soll man Kriegsmaterial exportieren? Nein, ganz sicher nicht.
Ja, das ist jetzt so eine Frage, wenn man mit Ja oder Nein antwortet, hat man etwas falsch gemacht. Willst du, es ist ja nicht gefragt, was exportieren, es ist nicht gefragt, welches Material, aber wenn er so eine Antwort wählt, dann ja. Ja. Frau Wolf? Also Kriegsmaterial in Krisengebiet, nein. Ja, aber nicht in Krisengebiet. Ja, aber nicht in kriegsführende Länder. Besten Dank für das kurze Intermezzo. Und damit kommen wir zum dritten Themenblock. Und da werden wir vor allem über Wirtschaft, eure Wirtschaft in Randregionen diskutieren. Wir haben hier, wir haben es schon angesprochen zum Teil, wir haben die Lohnsehe, die ein ganz wichtiger Faktor ist für das Oberwallis, die Gentille, die DSM in Laldo, die verschiedenen KMUs, die heute zurückgerade sind hier von der Wirtschaft im Oberwallis. Da gibt es aber auch einzelne Sorgenkinder, wie zum Beispiel Tourismus, Bergbahnen, Hotellerie, die zum Kampf ist. Wir haben im Walliser Boden vor zwei Wochen der Chefökonom von der Walliser Kantonalbank interviewt und er hat gesagt, der Tourismus wird in näherer Zukunft weiter Abstriche machen müssen, der Bausektor an Bedeutung verlieren. Die letzten 10 Jahre waren wirtschaftlich gut für das Wallis. In den kommenden Jahren wird die Wachstumskurve abflachen. Das ist also nicht so rosig, was hat die Politik machen, Michael Graber, dass man in einer Randregion auf einen grünen Zweig kommt? Also ganz generell kann man für die Wirtschaft unabhängig von der Region von mal ganz sicher machen, dass man Rahmenbedingungen gibt, die weniger Regeln enthalten, also klare Deregulierung, weil wir leben in einer überregulierten Welt und das trifft natürlich, wenn es Gebiet wie der Tourismus zu leiden hat, natürlich noch umso mehr. Ich meine, wenn man sieht, was für Sicherheitsauflagen müssen und Hotel einhalten, in puncto dem ganzen Kommerzialisierung über E-Plattformen und so weiter, was da überall für Vorschriften gibt, dann muss man sich doch fragen, wenn man sich nachher nicht mehr dem Kerngebiet und Tourismus kann widmen, sondern mehr muss Formulare ausfüllen und schauen, dass man die Gesetze und Regeln einhält und immer nur Angst hat, mit jedem Fehltritt, hey, gehen wir nachher schon irgendwie ein Büs nachher im Haus, da müssen wir doch schaffen und wir müssen in die Infrastruktur investieren, das ist klar, da würden wir natürlich hier lokal den Unternehmen und dem Tourismus klar helfen und das wären eigentlich so zwei Punkte, die für mich zentral sind und natürlich noch letzter Punkt, dass wir auch weniger Steuern haben, Abgaben haben für die Bürger, weil wenn man mehr nachher im Sack hat, kann man auch mehr ausgehen und einmal mehr in die Ferien gehen und das würde in unserem Kanton auch dienen. Tourismus ist ja ein Sorgenkind, aber das grosse Sorgenkind sind auch die Bergbahnen hier. Viele Bergbahnen im Oberwallis vor allem überleben und nur, weil die Gemeinden Geld reinschiessen, Summe Millionen, Summe Hunderttausende von Franken, kleinere Gemeinden. In allen Kreisen ist ja einmal das Wort Kitzschilber drauf in der SP. Das ist schon fast Kommunalkommunismus, den man hier macht. Man tut das Sterben von einer Bergbahnenverlängerung, hat es geheißen. Wie dir das ist, so gibt es zu viele kleine Bergbahnen hier miteinander. Also erst einmal überall der ganze Wirtschaftszweig im Oberwallis, also über die anderen Branchen. Das Hauptproblem ist der zu starke Franken. Und selbstverständlich kann der Nationalrat nicht der Nationalbank den Tarif durchgeben und sagen, was sie zu tun haben. Aber was mir fehlt, und euch von der C-Partei, euch von der SVP, da könnte man politischen Druck aufbauen. Und das ist das Hauptproblem für den Tourismus, für die Exportwirtschaft hier. Und das wird vernachlässigt. Jetzt ist der bald wieder 1:1 und zwischendurch geht er ein bisschen auf und ab. Und da haben wir das größte Problem. Kommen wir zurück zur Bergbahn. Und das habe ich da, an dem halte ich immer noch fest, in dem Metier und in der, da brauche ich einfach eine Strukturbereinigung. Zum Teil hat es schon stattgefunden und es bringt nichts, so leid, dass man tut, dass man in kleine Bergbahnen weiter investieren. Die Schneegrenze wird immer mehr im Brief gehen. Der Tourismus verlagert sich in die Stadt. Und es bringt nichts, dass wir die weiter unterstützen, weil das einfach nur wirklich die Sterbe verlängern. Was aber viel mehr muss passieren, und da gibt es in Griechenland ein Beispiel, dass sich die einheimische Bevölkerung tut, viel mehr Beteiligung an den Bergbahnen selber. Weil die Bergbahnen, das ist das Wichtigste für einen Tourismusort. Und die haben zum Beispiel eine neue Bau gebaut. Die haben etwas Kleines vom Kanton verkauft, Darlehen. Und der Rest hat es einfach aus der Bevölkerung. Da hat es verschiedene Unternehmer gegeben, die unterstützt haben. Und das ist das, was SASFE nicht funktioniert hat mit dem Hammerdeal. Da haben auch viele profitiert und da ist kein Rückfluss gekommen, nachher zur Bergbahnen. Die Bergbahnen, das war ja so das Lieblingsthema von auch, aber auch von Beat Rieder, wenn er beide unten am Kantonsparlament war, war jetzt mal ehrlich, das Bergbahnengesetz, das ist vor allem ein Wahlkampfinstrument für auch, das tut ja die Probleme nicht wirklich lesen. Es gibt ein paar Franken für die Serben und Bergbahnen, was es braucht, aber das Problem ist nicht, Strukturwandel muss kommen, nicht. Also die Aussage ist völlig falsch, das Bergbahnengesetz wird mit einem Fonds von 400 Millionen alimentiert. Da kann man ganz gezielt den Bergbahnen helfen. Wenn der Schilbert darauf sagt, man tut allen helfen, dann hat er das Gesetz nicht gelesen. Es ist ganz klar an wirtschaftliche Bedingungen geknüpft. Aber er darf nicht vergessen, der Tourismus ist kein freier Markt.
Wenn wir den Tourismus sehen, in Italien, insbesondere im Südtirol, wenn wir den in Österreich sehen, in Deutschland, ist der hochgradig subventioniert. Und das, was wir hier machen, ist auch eine Subvention, und zwar direkt in die Infrastruktur. Die Bergbahn ist nämlich das Rückgrat von jeder Tourismusstation. Das ist eigentlich das schwächste, aber gleichzeitig das wichtigste Glied. Weil jedes Hotel, jedes Restaurant, alle, die daran sind, profitieren. Und wenn ihr vorher noch gesagt habt, die Bauwirtschaft nimmt ab. Das stimmt. Das können wir den Grünen verdanken. Die Grünen haben nicht die Räumplanung aufgehalst, die Grünen haben nicht das Zweitwohnungsgesetz aufgehalst. Dadurch nimmt die Bauwirtschaft im ganzen Kanton alles ab. Und wenn wir jetzt am 20. Oktober an die Turne gehen, wenn wir heute die Umfrage sehen, dann müssen wir uns fragen, ob wir schlussendlich wollen Grün wählen. Brigitte Wolf, seid ihr der Schwarzpeter für alles, was schlecht ist gelaufen? Zweitwohnungsgesetz, Räumplanung, für die Bergbahnen seid ihr euch schuld, dass es nicht läuft für die Bauwirtschaft. Der Schwarzpeter, der Grünen und Wolles. Ich glaube, eine Gesellschaft, die einfach jetzt auf Bauen und auf Landschaft verbauen setzt, das ist keine nachhaltige Sache. Es werden auch noch unsere Nachkommen, wenn auch noch etwas können machen. Wir können jetzt auch noch alles verbauen. Ich glaube, das sind andere Faktoren, dass nicht mehr so viel gebaut wird, weil irgendwann braucht es einfach nicht mehr Bauten. Und wir haben uns immer gesagt, es gibt eine Arbeitslosigkeit von Tausenden von Leuten. Die letzte Arbeitslosenzahl ist 0,7% im Oberwallis. Und wir müssen einfach auch auf unsere Stärken setzen. Oder? Das ist die Landschaft, unsere Kultur, unsere Produkte, wie der Michael Graber vorher gesagt hat. Also der Tourismus könnte noch viel stärker zusammenarbeiten mit den regionalen Produkten. Wir können alle unsere regionalen Produkte könnten wir eigentlich im Tourismus verwerten. Das könnte zusammengehen und zum Beispiel die Sachen bauen. Statt irgendwelche grossen Überbauungen, die energetische Sanierung von unserem ganzen Gebäudepark, das kommt in den nächsten Jahren. Wir haben so viele Gebäude, auch Ferienwohnungen, die saniert werden in den nächsten Jahren, und das gibt regionale Arbeitsplätze. Oder regionale, wie sagt man, man kann regionale Unternehmen unterstützen. Wenn man hier eine Isolation macht, hier neue Küche, die Gebäude müssen saniert werden, und das, solche Sachen müssen wir für unsere regionale Wirtschaft stützen, braucht solche Massnahmen. Ich will noch das abschließende Statement von Thomas Ecker. Tourismus, das ist etwas, was ihr ja, stark damit zu tun habt, beruflich und auch politisch. Wenn ihr eine Note geben müsst, Beat Rieder hat mal im Podium gesagt, zu Bellwald, ja, die Tourismuslobby, die ist einfach sackschwach unterwegs eigentlich, salopp formuliert. Ist das wirklich so? Alle reden, wie wichtig dass der Tourismus ist, aber wenn es darum geht, eure staatliche Subventionen einzusacken, dann versagen das Schuppen. Ist das so? Es ist tatsächlich auf eidgenössischer Ebene ein Problem, dass die Tourismuslobby zersplittert ist. Wir haben verschiedene Verbände, die zum Teil einander bekämpfen dienen. Das ist Gastro-Suisse, Hotellerie-Suisse, Tourismusverband und so weiter. Da braucht es dringend eine Flurbereinigung, die ist jetzt so eingeleitet. Es gibt eine Strukturreform beim Schweizerischen Tourismusverband. Das ist erkannt und das Problem wird behoben. Zwei Sätze jetzt einfach noch zu diesen Themen. Erstens mal Bauwirtschaft. Da haben wir jetzt gerade letzte Woche ein Programm von 1 Milliarde Franken für den Kanton Wallis-Süssa geholt. Das ist die dritte Rhone-Korrektion. Wir müssen einfach nur da nicht wieder die gleichen Fehler machen, wie das letzte Mal, das wir nicht, und das sage ich sinnbildlich, selber Steine in den Weg legen und die Steine nachher von Italien gegenholen, wegen der WTO-Bestimmungen. Wir müssen jetzt mal wirklich schauen, dass wir unsere eigene Wirtschaft können fördern. Und jetzt zum Tourismus selber. Das Hauptproblem vom Tourismus ist ja die Kleinstrukturiertheit. Das ist bei den Bergbahnen, bei den Hotels und so weiter. Und was wir müssen machen, ist erstens Kooperationen fördern und zweitens nachher auch Innovationen fördern. Das kann man auf Bundesebene machen mit unterstützenden Mitteln. Da gibt es auch das Programm InnoTour, was wir einfach feststellen, auf Bundesebene, man steckt viel zu viel ins Marketing, man gibt praktisch alle Mittel in Schweizer Tourismus, für ein wunderschönes Marketing zu machen, aber das Produkt hinten dran stimmt nicht. Also müssen wir eigentlich viel mehr Mittel in Produktgestaltung, Innovation, Kooperation stecken, und da hätte ich wirklich die Idee, die habe ich schon sehr lange und immer wieder gebrungen, dass wir in der Schweiz aber auch so eine Tourismusbank würde machen, wir machen ein österreichisches Modell, wir hätten die Gesellschaft für Hotelkredit, ich kann aber immer nur subsidiär zu der Bank etwas machen, beim aktuellen Zinslag kann ich praktisch nichts machen, also müssten wir eigentlich das Public-Private Partner aufbauen, mit den Überschüss vom Bund, Milliardenüberschüsse, plus mit den privaten Versicherern und Banken, die sich gegenseitig hinter Negativzinsen zahlen und das in den Tourismus investieren. Zur Wirtschaft kehrt auch der Verkehr oder auch die Erschliessung, vor allem auch vom Oberwallis, hat heute einen Punkt Schlagzeilen gemacht. Das war eine Meldung, die doch ein bisschen zu Erstaunung gesorgt hat, dass allenfalls der Lötschberg-Basistunnel geschlossen werden muss. Philipp Matthias Bregi, wie gross ist die Gefahr, dass das effektiv passiert? Also das ist nicht irgendeine Gefahr, die nicht real ist. Also es ist klar, man hat die Abklärungen gemacht. Stand heute, wenn man den bahntechnischen Vollausbau macht, müssen wir den NEAD-Lötschberg-Tunnel mindestens 4 bis 6 Monate komplett schließen.
komplett schließen. Eventuell sogar noch länger. Ich verlange da natürlich von der Bundesrätin Sommaruga sofort Antworten. Aber ist ja klar, am Montag bekommen wir die Antworten, glaube ich. Ja, aber wie konkret das sie wird, ist nicht klar. Auf jeden Fall, die Bahnunternehmen sind heute gegenüber den Medien sehr klar gewesen. Die sagen, 4 bis 6 Monate ist das Minimum. Und ich habe mich heute mit dem Herrn Neuhaus, dem Regierungsrat von der SVP, unterhalten. Für uns ist klar, ich werde nächste Woche ein Postulat hinterlegen. Und da gehe ich davon aus, dass mich da alle Walser Parlamentarier und auch viele andere werden noch stützen. Wir verlangen, dass der Vollausbau vom Lötschpark nochmal überprüft wird. Der muss überprüft werden, und zwar unter den volkswirtschaftlichen Kriterien, wo der 4 bis 6 Monate Sperrung würde zur Folge haben, für, insbesondere für die Kantine Bären und Wallis, aber auch für alle Umstände, die man muss mit dieser Umlegung von dieser Linie machen. Wir sind überzeugt, dann ist die Mehrkosten für den richtigen Vollausbau von dem Lötschberg-Tunnel nicht mehr viel grösser. Und dann packen wir wirklich ein Jahrhundertprojekt an, eins, was dem Kanton Wallis hilft, eins, was die Schweiz näher zusammenbringt. Und dann kann das negative Ereignis, das wir jetzt aufs Tapet gebracht haben, gegen den Willen von der Bundesrätin Sommaruga, dann kann uns das helfen, dass wir schlussendlich eine Top-Lesung haben. Erste Gespräche im Nationalrat haben klar gezeigt, wir Linkskriegen sind sehr motiviert und unsere bürgerliche Seite bekommen wir Unterstützung. Also da gibt es wieder eine Chance, dass wir den Lötschberg-Tunnel ausbauen, und ich werde das nächste Woche handeln. Brigitte Wolf, ich glaube, ihr wollt hier intervenieren. Also ja, ich hoffe auch, dass es gibt eine Lösung, einfach der Vollausbau, oder? Also jetzt will man so einen Teil Vollausbau, oder ich weiß nicht, wie man dem soll sagen, aber wo man dann halt gleich irgendwo noch muss auf das andere Gleis. Aber wenn wir wirklich voll ausbauen, dann können wir immer eine Röhre brauchen, während man dann die andere baut. Das wäre die Lösung. Wir haben übrigens noch ein zweites Problem, das wir auch ansprechen, und das ist das Munitionslager mit Holz. Das muss jetzt unbedingt geräumt werden, weil sonst ist plötzlich nicht nur die Bahn geschlossen, sondern auch die Straße. Was wird denn? Ja, das wäre ja das Worst-Case-Szenario. Dann hätten wir einfach Pech gehabt, dann warum, oder? Über Freiburg. Dann wären wir nach Norden abgeschnitten, und das würde für uns natürlich heissen, wenn ist jetzt eingerichtet, wirklich eingerichtet in dem Sinne, der ganze Kanton ist neu orientiert worden auf das Nord-Süd-Verhältnis. Es sind ganz viele Leute, die jeden Morgen pendeln hin und her, und die ganzen Touristen, die nicht mehr ins Wallis hätten kommen. Also es wäre ein volkswirtschaftlicher Schaden außerordentlichen Ausmaßes. Insbesondere auch für die Lanz. Also, reden wir mal mit dem Standortleiter, dem Herrn Ciccilini. Der sagt ganz klar, wir haben heute sehr viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die kommen von der Region Bären hierher arbeiten. Wenn die über die Brücke müssen kehren für den Fisch, dann verlängert das der Arbeitsweg 2 Stunden. Und dann sind wir nicht mehr attraktiv. Wenn wir nicht mehr attraktiv sind, bekommen wir nicht mehr die guten Leute. Dann können wir nicht mehr innovativ sein, und dann werden wir auf die Dauer Arbeitsstellen verlieren. Das also gerade ein kleiner Abstecher in die Verkehrspolitik. Und damit kommen wir zum letzten Punkt der heutigen Debatte. Wir wollen noch ein bisschen reden über die Gesundheitspolitik, über die Krankenkassenprämie, die auch die Sorgenbarometer schweizerisch, aber auch im Wallis gezeigt hat, dass das eigentlich das Thema ist, das die Leute hier im Kanton am meisten beschäftigen. Genau, und da gibt es ja immer wieder einen Vorschlag von der Linksseite, eine Einheitskrankenkasse zum Beispiel. Da wird das Problem gelöst, es wird nicht immer weiter steigen und steigen und steigen. Ist das wirklich das Patentrezept, dass wir eine Einheitskasse hätten, und dann würde immer das bremsen, die horrenden Kosten von der Gesundheitssektor? Also ich denke, wir haben im Moment eine Initiative unterwegs, die in eine ganz andere Richtung geht. Wenn wir 2 Monate oder 2,5 Monate zurückschauen, hat die SPO zusammen mit unserem Welschen Kollegen den Kanton Wallis unter Druck gesetzt. Das heisst, ich bin eine Staatsrätin. Das sind aufgrund von Sparmaßnahmen, die da immer wieder kam, im Grossrat, hat man die Subventionen für Krankenkassenprämien müssen kürzen. Wir haben den Kanton unter Druck gesetzt. Das ist entstanden in Luzern. Der SP Luzern hat das auch gemacht, und das heisst, sie hat nachher vor Bundesgericht gewonnen. In der Zwischenzeit hat der Kanton Wallis nachgegeben, und es gibt wieder 3.500 Personen in Wallis, die in ein Lohnsegment kommen, in eine Einkommensstruktur, die sie wieder die Krankenkasse subventionieren können. Aber ist das die Lösung? Ich meine, nur immer subventionieren, wenn es weiter steigt. Das ist eigentlich ein bisschen ein Symptombekämpfung. Das müsste ja irgendein Rezept geben, dass das nicht weiter steigt und steigt. Sonst hat ja Hito einen normalen Familienvater, der normalen Lohn hat und 2 Kinder hat, der wird ja heute eigentlich schon in Subventionen drin. Das ist alarmierend, oder? Wir haben eine Initiative unterwegs, die im Kanton Watt schon sehr gut funktioniert. Das ist die Prämienentlastungsinitiative. Und die sagt, die Krankenkassenkosten dürfen nicht 10% vom Einkommen übersteigen. Und da zahlt der Gregsteil der Bund, und der Kanton Wallis würde sogar durch die Initiative entlastet werden, wenn das nachher funktioniert. Ich denke, da sind wir sehr gut unterwegs, da wir sehr eine gute Lesung anbieten, weil es nicht an den Schwächsten gespart wird. Und das Zeichen im Kanton Watt funktioniert das bis jetzt schon sehr gut. Im Gegensatz zur CVP, die wird wirklich nicht
auf die Schwächsten drauf losgehen oder nachher mit den Franchise spielen. Michael Graber, aber die Initiative von der SP, die Krankenkassen und Prämien sollen nicht mehr als 10% vom verfügbaren Einkommen beanspruchen. Ein valabler Vorschlag. Also mit dem kann ich mich nicht so ganz anfreunden. Es ist, man kann zwar darüber streiten, aber das ist ja irgendwo eine willkürliche Grenze, 10%. Was heisst das schon? 10% ist eigentlich viel und wir sollten einen Anspruch haben, dass wir nicht nur mit den Prämien einsetzen, sondern mit den Gesundheitskosten als Ganzen. Und da geht es einfach wirklich nur um die Prämien und wir bringen die Prämien nur ein, wenn wir auch die Gesamtkäste vom Gesundheitssystem einbringen. Und da müssen halt einfach alle mitmachen. Das fängt an mit den Zobrus, mit den Pharmakonzernen, mit den Apotheken, mit den Ärzten, mit den Spitälern, aber ganz einfach auch mit dem Patienten nachher schlussendlich, wo zum Beispiel, man könnte mehr auf die Eigenverantwortung setzen, dass man Selbstbehalten prüft, dass man Hausärzte stärkt, weil ein Hausarzt hat ganz, ganz eine wichtige Funktion, ist sehr ein edler Beruf, gibt es viel zu wenig und dass man da vermehrt interveniert und allenfalls auch noch mit den Generika die vermehrt promotet. Und was das Wichtigste am ganzen Sparerei ist, die Qualität des Systems, die darf einfach nicht darunter leiden. Wir müssen einfach auch die Hochqualität, die wir jetzt haben, und das sagen die alle, wir wollen das eines der besten Gesundheitssysteme überhaupt, die darf einfach nicht am Sparen leiden und wir müssen überall einsetzen, nicht nur mit den Prämien. Also ein Vorschlag für euch wäre, Hausärzte fördern oder unterstützen. Brigitte Wolf, im Oberwallis gibt es ja die Problematik, dass zum Teil Gemeinden der Regionen mehr haben, die Hausärzte zu finden. Wie könnten wir denn da gegensteuern? Das ist ein Punkt, der ganz wichtig ist. Und ich glaube, in den Gemeinden könnte man da vielleicht noch ein bisschen Unterstützung bieten, dass man auch mehr so Gemeinschaftspraxen hat. Oder? Das Problem ist ja auch, dass wenn ein Hausarzt nachher für ein ganzes Tal und so, ich meine, der ist einfach überlastet und muss rund um die Uhr arbeiten. Also mehr mit Gemeinschaftspraxen arbeiten, das ist eine Massnahme. Aber die Massnahme in dem ganzen Gesundheitssystem gibt es, glaube ich, nicht, sonst hätten wir sie wahrscheinlich schon gefunden. Aber öffentliche Krankenkassen wären etwas gegen die Privatisierung und den Wettbewerb einzudämmen. Also es wäre wichtig, ob es dann eine Einheitskasse ist oder mehrere öffentliche Krankenkassen, aber da wäre ich sehr dafür. Wir unterstützen natürlich auch die Initiative von der SP, dass man Prämienverbilligungen so weit macht, dass niemand mehr als 10% von seinem Einkommen muss zahlen für Krankenkassenprämien. Aber grundsätzlich müssen wir auch sehen, unser Gesundheitswesen ist gut und das kostet etwas und bringt auch Arbeitsplätze. Also sonst in allen anderen Sparten würde man sagen, super, Wachstumsmarkt, Arbeitsplätze und beim Gesundheitswesen, klar, da müssen wir halt mitzahlen und da hat man auf einmal noch andere Regeln. Also es ist eine ganz schwierige Gratwanderung zwischen dem guten Gesundheitswesen und aber das Kosten nicht irgendwo oben ausschwingen. Die Gratwanderung, habt ihr die erkannt von der CVP mit der C-Familie? Die Kostenbremse-Initiative ist ja etwas, was er lanciert hat. Ist das die Patentlesung? Ich wollte nicht auf die Kostenbremse-Initiative eingehen, weil das wird sicher meine schwarzen Kollegen neben mir machen. Für mich ist eigentlich der Hausarzt ein wichtiger Ansatzpunkt. Es ist vorher richtig gesagt, was heute das Problem ist, dass praktisch jeder zum Spezialist säckelt wird. Und das macht es ganz viel teurer. Und wir haben das Problem, dass wir heute die Hausarztmedizin haben, die zusammenbrechen wird, wie gerade in Nischenregionen. Wir müssen dann die Hausarztmedizin wieder stärken. Da gibt es für mich zwei ganz wichtige Massnahmen. Zuerst ist der Nummer, das Klausus abschaffen. Wir bilden heute viel zu wenig Ärzte in der Schweiz aus. Wir müssen dann nachher ins Ausland importieren. Das kann eigentlich auch nicht lesen sein. Wir tun das Problem damit ins Ausland verlagern. Und das Zweite ist nachher der sogenannte TARMED-Tarif. Nämlich der Tarif, den die Ärzte verrechnen können. Heute kann ein Arzt hier im Wallis für die genau gleiche Leistung wie in Zürich viel weniger verrechnen als aber in Zürich. Und das kann es nicht sein, das ist ein umgekehrter Finanzausgleich praktisch. Das müsste genau umgekehrt sein, dass er hier mehr verrechnen kann und dass er auch das gestärkt wird. Und das Zweite nachher in dem Zusammenhang ist nicht nur der Hausarzt, sondern auch das Pflegepersonal. Wir haben zu wenig Pflegepersonal. Das wäre nämlich auch eine Kostenreduktionsmaßnahme, dass man Pflegepersonal einsetzen könnte als direkter Arzt. Wir haben zu wenig Pflegepersonal, wir haben zu wenig Ausbildete. Für das gibt es jetzt eine Pflegeinitiative, die unterwegs ist. Die werden wir nächstes Jahr beraten im Parlament. Und da gibt es einen indirekten Gegenvorschlag, der sagt, wir kommen weg von der Akademisierung von diesen Pflegeberufen. Man muss nicht mehr jedes Mal die Universität machen, sondern man kann das mit einer normalen Ausbildung machen. Und da werden wir, wenn alles gut kommt, entsprechende Mittel zur Verfügung stellen. Wird übrigens genau gerade FISP profitieren, die heute die entsprechende Ausbildung anbietet. Kostenbremse-Initiative, das ist etwas, was die CVP jetzt auch lanciert hat, wenn ich schon angesprochen habe. Ist das die Lesung in diesem ganzen Kostenschlamassel? Also ist zumindest der richtige Ansatz. Im Gegensatz zum Ansatz von der SP, die einfach will, dass man weniger zahlen muss, sagen wir, wir müssen die Gesundheitskosten reduzieren. Und wir sagen ganz klar, man kann die um 6 Milliarden im Jahr reduzieren.
ohne dass es einen Qualitätsbus gibt. Und die Frage ist nachher schlussendlich wie. Und der Thomas Egger hat geredet von weniger Akademisierung in Pflegeberufen. Wir haben das gefordert, zusammen mit Patrick Hilbrand und der Irmina Studer immer schon gefordert, dass man hier eine höhere Fachhochschule macht, nicht nur eine Fachhochschule. Die ist durchgekommen, die ist sehr erfolgreich und das ist ein erster konkreter Schritt, weil das zeigt auch, dass wir mehr Leute holen. Die Pflegeinitiative, ohne dann ins Detail zu gehen, die wird die Gesundheitskasse nicht senken, sondern wird sie steigern. Hausärzte sind ein Teil des Elements. Und das ist hier bei allen gesagt worden, ich will auf das nicht mehr näher gehen. Aber wir können noch einen Schritt tiefer gehen. Und jetzt laufen die ersten Versuche, dass man sagt, man tut die Apotheken stärker in das ganze Modell einbinden. Das heisst, ich gehe in die Apotheke, die machen die erste Analyse, eigentlich die erste Diagnose, machen den ersten Triage. Und die machen die sehr, sehr kostengünstig, sehr, sehr effizient. Und das ist ein Schritt. Grundsätzlich kann man in der Medizin oder im Gesundheitswesen immer klar sagen, je tiefer, und damit meine ich nicht die Qualität, sondern einfach die Stiegstufe, dass man übergeht, desto billiger wird es. In der Apotheke ist billiger als beim Hausarzt billiger als im Notfall. Ein Beispiel, wenn er zum Hausarzt geht mit einem akuten Problem, kostet das im Schnitt 150 Franken. Wenn er auf einen Notfall geht, sind das 450 Franken. Ein Haufen von diesen Fällen kann der Hausarzt lesen. Und das ist genau das Modell. Wir müssen die Stufe machen, möglichst viel tief lassen und nachher schlussendlich müssen wir eine Spitzenmedizin halt irgendwo Grenzen setzen, die zentralisieren an die grossen Universitätsspitäler. Auch wir hier im Wallis haben es noch nicht ganz begriffen. Im Spitalzentrum Oberwallis machen wir das super. Man hat die spezialisierten Operationen weggegeben. Zeiten haben wir es noch nicht ganz begriffen. Wenn wir die spezialisierten Operationen in einer kleinen Menge machen, dann sind wir nicht wirtschaftlich und zu dem wird dann noch das Risiko. Und darum ist für mich klar, so tief wie möglich, so gut wie möglich, damit die Stärkung von Apotheken, Stärkung von einem Hausarzt und dann, kann man, dann sind wir im Gesundheitswesen auf einem guten Weg. Und dann können wir die 6 Milliarden einsparen. Und ich habe gehört, der Michael Graber ist einverstanden. Ich gebe ihm nachher so einen Zettel, dass er diese Unterschriften bringen kann, dass wir ein Gegenzeichen setzen gegen den Falschanreiz, den SP und Grie will setzen. Gut, dann könnten wir jetzt in die Schlussrunde einbiegen. Ich bitte gerade jeder, dass er noch kurz sagt, die Prognose am 20. Oktober, die C-Familie behaltet die alle Sitze. Die C-Familie wird alle 4 Sitze behalten. Es wird im Kanton Wallis keine grüne Welle geben. Wir haben gesehen, warum. Grüne Welle heisst 50 Grad aufs Benzinruf, heisst mehr Räumplanungseinschränkungen und so weiter. Das wird nicht passieren im Kanton Wallis. Wird es 2 CVP-Ständerat weiterhin geben, am ersten, wahrscheinlich aber erst am zweiten Wahlgang? Wird es das also weiterhin so bleiben? Ich habe es in der Debatte schon mal gesagt. Der Beat Rieder ist seit Jahren einer von den absoluten Top-Cracks in diesem Nationalrat. Er macht einen hervorragenden Job. Er wird die Marianne Mare mitschrecken. Es ist möglich, dass im ersten Wahlgang der Renner ein gutes Resultat machen wird, aber dann wird Wallis merken, dass die linksgrüne Politik in Bern dem Kanton Wallis nicht hilft. Marianne Mare geht mit dem Beat Rieder für die nächsten 4 Jahre auf Bern. Wird es am 20. Oktober einen ersten grünen Nationalrat oder eine grüne Nationalratin geben, die aus dem Wallis kommt? Wird das eine historische Wahl? Was meint ihr? Ich glaube daran, ja. Michael Graber, auf der Eiberseite, eine kurze Einschätzung. Schaut ihr auf den 20. Oktober? Also die Prognosen entsprechen ja nicht der Hoffnung, aber so wie es aussieht, wird wahrscheinlich effektiv die C-Familie einen Sitz verlieren zugunsten von der Grünen. Und das ist eigentlich meine Prognose. Für uns ist natürlich vor allem wichtig, dass wir in der grössten Fraktion im Bundeshaus kennen, die 2 Sitze, einen für das Oberwallis und einen für das Unterwallis, behalten. Das wird schon gelingen, aber wir müssen dafür noch viel arbeiten. Und Schlusswort, Gilbert Ruffer. Ich denke, es wird nicht mehr 4 CVP-Sitze geben. Die Themen sprechen und dagegen. Und der wird hier im Oberwallis, ich weiß im besten Willen nicht, welcher von den Kandidaten im Unterwallis, dass der Sitz würde verpassen. Ich denke, es wird einen grünen Nationalratssitz geben, der erste. Das ist hier mal ein erster Wurf gewesen, eine erste Umfrage. Der Rest kommt am 20. Oktober. In der Politik kann es immer Überraschungen geben. In der Politik ist alles möglich. Der Ständer oder jeder wird wahrscheinlich wieder Ständer sein. Vielleicht bekommen wir noch so eine Koalition zusammen, sorry, für den zweiten Sitz von der CVP anzugreifen. Das sehen wir dann, je nachdem, was nach dem ersten Wahlgang passiert und der Renner macht. Okay, dann bedanke ich mich bei euch, Gilbert Ruffer, Michael Graber, Brigitte Wolf, Philipp Matthias Bregi und Thomas Ecker. Und natürlich auch dir, Michel Fenetz, für die engagierte Debatte. Und wünsche alles Gute in der weiteren Wahlkampagne. Und merci euch, dass ihr hier seid. Ich wünsche einen schönen Abend und besten Dank. Und nicht vergessen, am 3. Oktober alle wieder hier bei der Ständeratsdebatte. Merci.